Ja, und da habe ich halt mit dem Priester geredet, da habe ich gesehen, es hat keinen Sinn. Und ich habe ihn auch angesprochen wegen dem Speisegebot. Weil im Christentum, die essen ja Schweinefleisch und ist ja halt. Das ist vielleicht der Grund, weshalb er überhaupt an Jesus angefangen hat zu glauben, dass er irgend so einen Prediger wie Endzeitreporter MCM oder Nature23 auf YouTube gehört hat, der Werbung macht für diese messianische Bewegung. Heutzutage, Gott sei Dank, die Mehrheit der Christen, sie versuchen es gar nicht. Sie versuchen gar nicht, die Juden von ihrem Glauben abzuweichen, weil, ich habe das schon in einem Schul gesagt, weil Gott sei Dank das Exil von Edom ist schon zu Ende. Wir sind jetzt in einem anderen Exil. Aber die Christen versuchen es heute nicht und machen es nicht, Gott sei Dank. Nur mit wem haben wir eigentlich ein bisschen ein kleines Problem? Wer sind heutzutage diejenigen, die es versuchen und am meisten? Das sind die messianischen Juden. Die nennen sich zwar Juden, aber Messianer, ja? Meschichim. Und auch, den Namen darf man nicht aussprechen, die Zeugen je mit Gottes Namen, den darf ich nicht aussprechen, den darf niemand aussprechen. Der Talmud sagt, derjenige, der Gottes Namen ausspricht, den nicht ausgesprochenen Namen ausspricht, hat keinen Anteil in der nächsten Welt. Und diese Zeugen, die investieren so viel Kraft und so viel Geld und so viel, leider Gottes, ja, sie investieren viel und es gibt im Internet zwei berühmte Clowns, die schön auf Hebräisch sprechen und wirklich sehr charismatisch sind und machen Interviews draußen auf der Straße und versuchen zu behaupten, ja, schau, du siehst hier, Kapitel 53 Jeschajahu, wer ist das? Nicht andere als, mein Lieber, das muss richtig ausgelegt werden. Du bringst so eine, und die versuchen irgendwie, versuchen sie mit ihren Krallen jeden einzelnen Juden zu sich zu bringen. Entschuldigung, dass ich so offen rede, ja. Aber eigentlich das hauptsächliche Problem ist heutzutage mit denen, dass wir Juden heutzutage haben, ist mit denen, weil wenn sie ihren Glauben ausüben und uns in Ruhe lassen, haben wir kein Problem damit. Glaubt an was ihr wollt. Aber wenn ihr kommt zu uns Juden und versucht, naive, gutherzige, barmherzige Juden, einige, die ich persönlich auch kenne, naive, gutherzige Juden, versucht sie von der Quelle, von der wahren Quelle rauszubringen zu eurer Seite, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen, da muss man diskutieren. Muss man diskutieren, da werde ich besonders schon bringen einige Punkte, wo wir sehen, wo all ihre Argumente und all ihre Fragen, die sie stellen, das ist alles unwapparach, alles ist nichts wert. Und wir werden sehen, wo das im Endeffekt wir mit der originalen Uhr bleiben lieber mit dieser originalen Uhr, weil sie ist original. Wir werden Bezrat Hashem bringen in den nächsten Shurim, genau warum sie es tun. Wir werden sehen, wer ist der größte Erzfeind der mündlichen Tora. Und sie investieren wirklich viel, viel Zeit, nicht nur die schriftliche Tora zu widerlegen. Die mündliche Tora, das ist für sie ihr größter Feind. Und wir werden sehen, warum es ihr größter Feind ist und Be'ezrat Hashem, warum das wirklich die Wahrheit ist. Be'ezrat Hashem, im nächsten Shur, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Ja, und da habe ich halt mit dem Priester geredet, da habe ich gesehen, es hat keinen Sinn. Und ich habe ihn auch angesprochen wegen dem Speisegebot. Weil im Christentum, die essen ja Schweinefleisch und ist ja halt fast. Jeder sollte sich fragen, warum er den Priester eigentlich gefragt hat bezüglich des Speisegebotes oder den Kaschrut-Gesetzen. Was bringt es einem Christen oder einem Juden, der an Jesus glaubt, danach zu fragen? Warum fragt er nicht über Schabbat? Warum fragt er gerade über die Speisegebote in der Kirche? Warum interessiert ihn das? Die Antwort ist ganz klar und folgende, dass es eine bestimmte Gruppe gibt in dieser Welt oder einige Gruppen, die dieselbe Ideologie haben. Die nennen sich messianische Juden oder heutzutage auch Hebrew Roots oder Juden für Jesus oder messianische Christen, obwohl dieser Name total paradox ist. Das sind Menschen, die haben Bock auf ein jüdisches Leben. Das heißt, sie möchten Kippa tragen, sie möchten einen Schofar in ihrer Gemeinde haben und eine Menorah. Aber das sind Christen, sie glauben an Jesus. Und sie, das ist eine Gruppe des Christentums und ursprünglich auch des evangelischen Christentums. Und sie halten sich sehr streng an diese Speisegebote, also an dieses Prinzip, die essen zwar nicht koscheres Fleisch, aber das muss Hauptsache Hühnchen sein, Hauptsache Rind.
aber sie im Christentum sind das die Fanatiker, die ständig mit diesem Argument ankommen, warum halten sich die Mainstream-Christen nicht an die Speisegebote. Und von hier sehen wir, dass er höchstwahrscheinlich einen Einfluss von ihnen hatte, weil er den Priester in der Kirche gefragt hat bezüglich der Speisegebote. Denn kein einziger Christ interessieren die Speisegebote. Denn im Neuen Testament steht, in Matthäus 15, Vers 11, dass nicht das, was in den Mund reinkommt, macht den Menschen unrein, sondern das, was in den Mund rauskommt. Und es gibt eine Diskussion bezüglich des Essens. Und dort legt Jesus schon mal eine Basis dafür, dass es nicht so wichtig ist, was man isst, sondern das, was man sagt. Und Paulus im Nachhinein treibt es auf die Spitze und erklärt und deutet das eigentlich, was Jesus eigentlich gesagt hat, mit: Es ist egal, was du isst. Und deswegen, das hat eine Basis schon im Neuen Testament. Das ist das, was diese messianischen Juden, Christen nicht akzeptieren wollen. Deswegen dichten sie diese Stelle ständig um im Neuen Testament. Sie sagen, das bezieht sich auf etwas anderes und so weiter und so fort. Aber ihre Argumente sind nicht wirklich schlagkräftig. Aber das ist die offizielle Lehre im Christentum. Und unserem Daoud hat es wie den messianischen Christen nicht gefallen. Und von hier aus können wir schließen, dass er mit ihnen zu tun hatte, dass er Einfluss mit ihnen hatte, also von ihnen. Und das ist vielleicht der Grund, weshalb er überhaupt an Jesus angefangen hat zu glauben, dass er irgendein Prediger wie Endzeitreporter MCM oder Nature23 auf YouTube gehört hat, der Werbung macht für diese messianische Bewegung, und dass ihm diese Videos einfach nur mehr gefallen haben als die Shiurim, die die Wahrheit sprechen und die deswegen öfters objektiv sind und nicht subjektiv. Es gibt ein bekanntes Argument, welches von den Zeugen gebracht wird. Die Zeugen, das sind eine Organisation, eine christliche Organisation, die auch missionieren. Das sind die Top-Missionare, die es gibt. Und jetzt stellt sich nun die Frage: Gibt es eine Möglichkeit, diese zu widerlegen? Gibt es eine Möglichkeit, sie in 2 Minuten zu widerlegen? Und tatsächlich gibt es diese Möglichkeit, denn sie behaupten, dass wir Pessach falsch feiern. Das ist I came to this world to judge, so that the blind should see, and those who see should become blind. Some Pharisees who were there with him heard him say this and asked him, Surely you don't mean that we are blind too? If you were blind, then you would not be guilty. But since you claim that you can see, this means that you are still guilty. Ja, und damit herzlich willkommen, hier auch mit meiner Stimme kurz mit eingeblendet. Ja, hier haben wir wieder einen neuen deutschsprachigen Juden, der den Mut hat, öffentlich aufzutreten, um zu diskutieren, wobei diskutieren schwierig ist, schriftlich geht es zumindest nicht. David Davidov, der hier das Judentum, das ich nenne es immer katholisches Judentum, also die orthodoxen Juden, die an Talmud und Co. glauben, ihren Glauben hier verteidigen zu wollen. Das versuchen sie und das finde ich auch gut, diskutieren sollte man immer, und so produzieren jetzt da auch einige deutschsprachige Juden auch ein paar Videos gegen Islam, gegen Christentum, was auch immer. Und habe ich ja euch schon einen Auszug bisher eingeblendet. Um diese Person geht es. Und ich werde mich diesem Video hier, die Zeugen in 2 Minuten widerlegt, in der Zukunft sicherlich auch mal auseinandersetzen, weil da geht es auch um Glaubenspunkte, die ich persönlich vertrete. Aber wir wollen hier auf das Argument eingehen, das hier David hier vorgebracht hat, und zwar Matthäus Kapitel 11. Dass da ja angeblich drinsteht, dass Jesus sozusagen die Speisegebote aufgehoben hat. Ja, und da springen wir doch mal rein hier in Matthäus Kapitel 15, Vers 11. Da heißt es: Keinesfalls das hineinkommt in den Mund, macht gemein den Menschen, sondern das ausgeht aus des Mundes, dieses macht gemein den Menschen oder entheiligt den Menschen oder macht unheilig den Menschen. Und wenn wir uns mal hier anschauen, es gibt ja mehrere Bibelübersetzungen in der deutschen Sprache, und hier vorne sehen wir den Bereich Matthäus Kapitel 15, der hier ausgewertet wird, und grün heißt halt
gut übersetzt, orange heißt halt, naja, mittelmäßig und rot ist schlecht. Und wir sehen hier, dass es im unteren Bereich natürlich ein Teil von den 41 Bibelübersetzungen, obwohl es sind 74 insgesamt, ja, dass ungefähr, naja, 10 es schlecht übersetzen. Der Großteil von denen, also 20, macht es eher neutral und auch wieder 10, die es gut machen. Ja, und dementsprechend hier auch eine der Guten ausgewählt, die das auch so übersetzt haben. Und daraus soll man jetzt angeblich ableiten, dass Jesus gelehrt haben soll, dass man die Speisegebote nicht mehr beachten braucht. Also zum Beispiel, man kann Schweinefleisch essen oder so. Also auch für Juden dürfen jetzt Schweinefleisch essen. Das ist natürlich totaler Quatsch, das steht da auch nicht. Und wenn wir uns anschauen den Kontext, den sollte David hier auch mal beherzigen. Ja, in Matthäus Kapitel 15, Vers 1 und 2 beginnt es ja damit, mit der Eingangsgeschichte. Um Folgendes, dass halt Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus kamen und Folgendes zu ihm sagen: Warum die deine Jünger übertreten die Beigebung der Ältesten? Nur also den Talmud, mündliche Überlieferung, mündliche Tora. So wurde jetzt Jesus konfrontiert. Und jetzt begründen sie auch, warum und wo ihr Problem ist. Denn keinesfalls gewiss demnach waschen sie die Hände, also ihre eigenen, wenn sie Brot essen. Also er wird nicht vorher die Hände gewaschen, es geht ja also nicht um das Brot, das, was sie essen, sondern wie sie es machen. Sie haben sich vorher nicht die Hände gewaschen, was angeblich ein Gebot ist, aber in der schriftlichen Tora findet sich das nicht, aber in der mündlichen Tora findet sich das. Ja? Und deswegen werden hier die Jünger von Jesus angeklagt, warum sie denn nicht die mündliche Tora einhalten. Ja, und darauf kommt halt Jesus zu sprechen, dass das, wie gesagt, gar nicht notwendig ist oder zumindest, dass man die mündliche Tora an dem Punkt hier nicht einhalten braucht, weil das halt eine Überlieferung der Menschen ist und nicht von Gott kommt, obwohl die Juden es sagen, angeblich es käme von Gott. Und in Vers 20 lesen wir auch noch eine Auflösung des Ganzen, warum Jesus hier so redet mit den Juden in Bezug auf, wo angeblich gesagt wird, er würde jetzt die Speisegebote nicht mehr so wichtig empfinden. Ja, er würde es nicht wichtig empfinden, dass man sich vor dem Essen die Hände wäscht. Das stimmt, das sagt Jesus. Aber er sagt hier nirgendwo, dass man Schweinefleisch jetzt essen darf oder desgleichen. Das macht auch in Vers 20 klar, darauf geht hier David nicht ein. Da sagt er nochmal, diese Dinge sind, die unheilig machen den Menschen, aber das mit ungewaschenen Händen zu essen, keinesfalls macht unheilig den Menschen. Also er geht hier nur auf die Thematik ein, dass hier welche mit ungewaschenen Händen das Brot essen. Und da stellt er klar, das, was Juden behaupten, was dann passieren soll angeblich, dass der Mensch unheilig wird, sich gemein macht, in einen profanen Zustand kommt, ja. Das sagt er, das stimmt nicht, das haben sich die Juden ausgedacht. Sehr wohl könnt ihr Brot essen, ohne euch vorher die Hände zu waschen. Und es wird euch vor Gott nicht unheiliger machen. Das ist der Kontext in Matthäus 15, Vers 11, den ihr David nicht sehen möchte. Er möchte das natürlich nicht sehen, weil es ihm nicht passt, weil es seiner Auslegung, weil er an die mündliche Überlieferung glaubt, möchte er das nicht so gerne haben. Aber das ist der Kontext, der hier steht. Und es gibt ganz bestimmt Bibelübersetzungen, die das hier nicht ordentlich übersetzen, wo man den Eindruck haben könnte, dass also eine Übersetzung liegt. Nicht an den Urtext, nicht am Altgriechischen liegt, es liegt an dem Übersetzer auf Deutsch, der hier manchmal komische Sachen schreibt, von wegen Jesus macht da alle Speisen rein und sowas alles. Das steht da alles gar nicht im Urtext. Das ist halt der Nachteil. Scheinbar kann David Davidov auch nicht altgriechisch, um es genau beurteilen zu können, sondern er muss in eine Übersetzung reingucken und ja, und hoffen, dass das, was der Übersetzer da übersetzt hat, richtig ist. Und da würde ich sagen, auch David Davidov hat sicherlich nicht die guten Bibelübersetzungen zur Hand genommen, die wirklich qualitativ das wiedergeben, wortwörtlich, was der griechische Text da auch darbietet. Das ist noch mein Kommentar dazu und jetzt geht's weiter mit dem Video. Habt ihr euch jemals gefragt, ob die rabbinisch-jüdische Religion, die wir heute alle kennen, derselbe Judaismus ist, der zu biblischen Zeiten praktiziert wurde, in der Zeit von Mose und den Propheten? In den letzten 2000 Jahren bedeutete der allgemeine Begriff Befolger bezüglich der Tora und den Geboten nicht wirklich das, was die meisten Menschen darunter verstehen. Heutzutage ist es schlichtweg unmöglich, die Gesetze der Tora zu erfüllen, weil sie sich auf den Tempel beziehen, das Heiligtum, die Priesterschaft, den Altar und das Herzstück von dem Allen. Opfer zu bringen zur Reinigung für unsere Sünden. All das gab es nicht seit der Zerstörung des Tempels vor 2000 Jahren. Heutzutage sind mit dem Ausdruck die Gesetze befolgen diejenigen Leute gemeint, die den rabbinischen Regeln folgen. Aber es gibt fast gar keine Verbindung mehr zu Mose und seinen Gesetzen. Um die Wahrheit zu sagen, haben die Rabbiner der Nation Israels ein höchst ausgeklügeltes Programm vorgespielt. Sie haben uns glauben gemacht, dass die Traditionen in den rabbinischen Regeln, die sie selber erfunden haben, die Gesetze Moses wären. In den nächsten Minuten beweisen wir euch, dass das Gesetz des Mose und das rabbinische Gesetz,
nichts miteinander zu tun haben und dass das mündliche Gesetz niemals von Gott auf dem Berg Sinai gegeben wurde und dass es nicht mehr ist als eine moderne Legende. In biblischen Zeiten verließ der hohe Priester eine Woche bevor Yom Kippur sein Haus und ging zu einem ruhigen Platz, wo er sich geistlich vorbereiten konnte. Während Yom Kippur schlief der Priester nicht. Er würde an diesem einen Tag im Jahr in das Allerheiligste gehen und ein Opfer bringen. Erst muss er ein Opfer für sich selbst bringen und dann eine Ziege zur Reinigung für die Sünden der Nation. Israel würde in Einigkeit fasten. Fasten war nur eine nebensächliche, symbolische Geste. Es war nicht zur Reinigung für die Sünden der Nation während des ganzen Jahres gedacht. Das geopferte Blut auf dem Altar war das, was die Reinigung der Sünden der Nation Israels bewirkte. Das Fasten war nur Israels Art, ihre tiefe, wahre und herzliche Trauer auszudrücken über das gebrachte Opfer. Laut Tradition erwartete die Nation am Ende von Yom Kippur das offizielle Siegel, eine offizielle Bestätigung von Gott, dass er das Opfer angenommen hatte und die Sünden Israels gesühnt wären. Worin bestand die Bestätigung? In einem roten Seil, das im Tempel hing. Ein scharlachroter Faden wurde weiß. So wusste der hohe Priester und die ganze Nation, dass Gott ihr Yom Kippur-Opfer angenommen hatte. Das Volk tanzte, feierte und war froh. Ihre Sünden waren ausgewischt und bezahlt für ein weiteres Jahr. In der Gemara beschreibt Hasal das folgende. Ungefähr 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels, der im Jahr 70 nach Christus zerstört wurde, wurde dieses rote Seil, der rote Faden, plötzlich nicht mehr weiß. Das verursachte bei den Führern der Nation große Betroffenheit. Denn ab dem Jahr 30 nach Christus beendete Gott seine Bestätigungen an Yom Kippur. Die scharlachrote Schnur wurde nicht länger weiß. Gott wollte nicht länger das Yom Kippur-Opfer annehmen. Weil ab dem Jahr 30 nach Christus wohnte Gott nicht mehr im Tempel, der 40 Jahre später zerstört wurde. Erinnert ihr euch, was um das Jahr 30 nach Christus passierte? Von da an mussten die Rabbis den Judaismus neu erfinden, und zwar so, dass er auch ohne Gottes Bestätigung funktionieren würde. Obwohl sie die Begriffe Judaismus und Tora beibehielten, änderte sich der Inhalt. Es war nicht länger die Tora, die Mose geschrieben hatte. Stattdessen war es von nun an das mündliche Gesetz. Plötzlich brauchte man keinen Altar mehr, keinen Tempel und auch keine Opfer mehr für Sühne und Vergebung. Heute genügt es, Geld an eine Bibelschule zu geben und zwei Mahlzeiten im Jahr zu spendieren. Gehen wir zurück zur Zeit des Zweiten Tempels. Damals gab es im Judaismus viele Richtungen. Die stärkste war die Sekte der Pharisäer. Die Pharisäer wurden immer stärker und drängten andere jüdische Richtungen zur Seite. Heute kennen wir alle diese Sekte unter dem Namen rabbinisches Judentum. Nach der Zerstörung des Zweiten Tempels wurde aus der Sekte der Pharisäer das rabbinische Judentum, das sich nicht länger auf göttlich-himmlische Offenbarungen gründete, wie es noch zur Zeit Moses, der Väter, der Könige und der Propheten war. Damals wählten die neuen Führer der jüdischen Welt, sich von der Bibel abzulösen. Manche von euch mögen das überraschend finden, aber das ist es, was der Talmud selbst sagt. Eine bekannte und wichtige Geschichte im Talmud demonstriert, wie die Autorität der Rabbis Gottes Autorität überschattet und Gott bei allen Absichten und Zwecken seines Titels als Souverän entkleideten und sich selbst zu neuen Göttern machten. Die Geschichte beschreibt die berühmte Debatte zwischen Rabbi Eliezer und Rabbi Jehoshua wegen eines Ofens. Die Debatte begann wegen einer Frage eines Mannes, der einen Lehmofen besaß. Er vergrößerte ihn, indem er ihn in Stücke brach und dann mit Sand zusammenbaute, um einen größeren Ofen zu bauen. Die Frage, die vor den Sanhedrin gebracht wurde, war, ob der neue Ofen jetzt koscher oder unrein war. Der Talmud erklärt, dass Rabbi Eliezer jedes auch nur irgend mögliche Argument vorbrachte, um zu beweisen, dass der Ofen noch immer koscher war. Aber die überwiegende Mehrzahl der Rabbiner des Sanhedrin folgten seiner Argumentation nicht und behaupteten, der Ofen wäre nicht koscher. Rabbi Eliezer benutzte, um seine Behauptung zu beweisen, übernatürliche Zeichen.
Ein Johannisbrotbaum entwurzelte sich plötzlich und pflanzte sich auf der anderen Seite des Gerichtshofes wieder ein. Ein Bach floss aufwärts. Aber der Höhepunkt der Geschichte war, dass Rabbi Eliezer ausrief: Wenn die Halacha mit mir übereinstimmt, dann lass es durch den Himmel bewiesen werden. Und dann sprach Gott vom Himmel und sagte: Warum streitet ihr mit Rabbi Eliezer, mit dem die Halacha immer übereinstimmt? Das bedeutet, Gott sagte vom Himmel herab, dass Rabbi Eliezer recht hatte. Dann stand Rabbi Jehoshua auf und machte eine der wichtigsten Behauptungen des Talmud und der gesamten jüdischen Welt. Die Tora ist nicht im Himmel. Gott ist nicht länger im Regiment. Die Vollmacht gehört alleine den Rabbinern. Ihnen gehört alle Macht und Kontrolle. Gott ist draußen. Der Talmud fährt fort und sagt, dass Gott nach der Debatte einverständlich lächelte und sagte: Meine Kinder haben mich besiegt, meine Kinder haben mich besiegt. Das bedeutet nach der rabbinischen Legende, dass Gott die Autorität auf die Rabbis übertrug. Und dadurch gab sogar er zu, dass ihre Entscheidungen nicht nur die Autorität Mose übertrafen, sondern sogar die Autorität Gottes. Von da an beendete Gott, sich weiterhin Israel zu offenbaren, wie er es in biblischen Zeiten tat. Ab dem Moment sind die Rechtsprechungen der Rabbis und ihre Entscheidungen die neue Tora, die sie das mündliche Gesetz nennen. Während der letzten 2000 Jahre basierte das Judentum nicht auf der Schrift, sondern auf Traditionen und Regeln, die durch die Rabbiner erfunden wurden. In dem Versuch, die Leute zu überzeugen, lehrten die Rabbiner, dass Mose auf dem Berg Sinai zwei unterschiedliche Toras gegeben wurden. Die erste, eine geschriebene Tora, und die zweite, das, was sie das mündliche Gesetz nennen. Während des Sinai-Bundes betraf der Gottesdienst das Blut der Opfer auf dem Altar im Tempel. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels gab es keinen Tempelaltar oder Opfer mehr. Und damit auch keine funktionierende Priesterschaft. Die Rabbiner befanden sich in einer Zwickmühle. Sie mussten einen Weg finden, jüdisch zu bleiben ohne ihr Herzstück. In ihrer Verzweiflung erklärten sie sich selbst und ihre Traditionen als den neuen Weg, um Gott zu dienen. Auf diese Weise wurde während der letzten 2000 Jahre eine neue Religion geschaffen, die Religion des rabbinischen Gesetzes, die auf einer neuen Idee gründete. Derasch, die durch Rabbi Akiva geschaffen wurde. Rabbi Akiva, der nicht einmal jüdisch war, sondern ein Heide, ein Abkömmling Siseras, der gleichzeitig auch ein Grund war für das Exil des jüdischen Volkes. Der begann, nachdem er erklärte, dass Bar Kochba der Messias wäre. Ein falscher Messias, der die Bar Kochba-Revolte anführte, in deren Folge hunderttausende Juden lebendig verbrannt und die Überlebenden aus dem Land vertrieben wurden. Die rabbinische Halacha, die sich zu entwickeln begann, gewährte den Rabbinern die Autorität und Kontrolle über jeglichen religiösen und sozialen Aspekt in der Nation Israels. Durch die Behauptung, dass diese Tradition nicht von ihnen erfunden worden wäre, sondern ihnen direkt von Mose auf dem Berg Sinai mündlich überliefert worden wäre. Und genau hier beginnen die Probleme mit dem Märchen des mündlichen Gesetzes. Denn in der gesamten Tora konnte nicht einmal Mose selbst halachische Fragen beantworten. In jedem dieser Fälle brachte Mose diese Fragen vor Gott und wartete seine Antwort ab. Das bedeutet, dass Mose für sich kein mündliches Gesetz zur Auslegung hatte. Ihr findet solche Beispiele in Numeri 9, Levitikus 24, Numeri 15 und 27 und anderswo. Des Weiteren zeigt uns die Tora unzweifelhaft, dass Gottes Bund mit Israel am Berg Sinai allein auf einer geschriebenen Tora beruhte. Exodus 34, Vers 27. Und der Herr sprach zu Mose: Schreib diese Worte, denn nach diesen Worten habe ich mit dir und mit Israel einen Bund gemacht. Es gibt keine Erwähnung einer zusätzlichen Tora oder irgendwelcher Traditionen, die angeblich von Generation zu Generation überliefert worden wären. Was haben die Rabbiner getan? Sie haben ihr mündliches Gesetz in diese Verse reingequetscht. Sie kamen mit einer Auslegung bezüglich derer die Worte mit denen in dem Vers bezogen sich auf den Klang dieser Worte, also mündlich, und das bedeutet mündliches Gesetz.
Diese Deutung stammt von einer vorsätzlich verfälschten Auslegung eines allgemeinen hebräischen Ausdrucks. Trotzdem bedeutet im biblischen Hebräisch, genauso wie im modernen Hebräisch, die Worte bezogen auf nicht mündlich oder so wie oder in Übereinstimmung mit. Zum Beispiel Genesis Kapitel 43, Vers 7, nach diesen Worten, Numeri 26, Vers 56, nach diesem Los, oder Deuteronomium 17, Vers 10, nach dem, was sie sagen. Manche von euch werden sicher lachen und sich fragen, wie konnten so viele Leute darauf reinfallen? Aber ihr müsst daran denken, dass die Bibel damals für normale Leute nicht verfügbar war, von denen die meisten nicht lesen oder schreiben konnten, sondern abhängig waren von der Auslegung der rabbinischen Autoritäten. Eine andere Methode, wie die Rabbiner die Idee eines mündlichen Gesetzes den Leuten aufgezwungen haben, war durch ein einziges Wort in Levitikus 26, Vers 46, das aus dem Kontext gerissen wurde. Dies sind die Satzungen und Rechte und Gesetze, die der Herr zwischen ihm selbst und den Kindern Israel gestellt hat auf dem Berge Sinai durch die Hand Moses. Gesetze bezieht sich laut den Rabbis auf ein geschriebenes und ein mündliches Gesetz. Dabei übersieht diese Deutung den offensichtlichen Kontext. Denn das dritte Buch Mose erklärt selbst, was diese Gesetze sind. Das Gesetz des Brandopfers, das Gesetz des Fleischopfers, das Gesetz des Sündopfers, das Gesetz des Schuldopfers, das Gesetz über die Friedensopfer, das Gesetz bei der Plage des Aussatzes und anderes. Das sind die Gesetze. Eine Tora, die eine mündliche Tradition wäre, ist nirgendwo erwähnt. Und im Kontext ist klar, dass Mose über sowas überhaupt nicht redet. Warte, es gibt eine andere berühmte Stelle, die aus dem Kontext genommen wurde, um ihre Autorität, Macht und Kontrolle über das allgemeine Volk zu etablieren. Sie beziehen sich hier hauptsächlich auf 7 Worte aus einem Abschnitt im Buch Deuteronomium. Nach all dem, was sie dich lehren werden. Also, worüber redet Mose eigentlich in diesem Abschnitt in Deuteronomium? Das Volk Israel war gerade aus Ägypten gekommen und begann ein Volk zu werden. Und wie in jedem neuen Land braucht man die Durchsetzung des Gesetzes, wie die Polizei und Richter, um Ordnung herzustellen und Schutz für die Bevölkerung, Verbrecher festzunehmen und strafrechtlich zu verfolgen. Dinge, die Israel damals noch nicht hatte. Deswegen bestimmt Mose in diesem Abschnitt Hauptleute, Richter und Wächter unter dem Volk. Richter und Hauptleute sollst du bestellen in all deinen Toren, die der Herr dein Gott dir gibt. In allen Stämmen, und sie sollen das Volk richten mit Gerechtigkeit. Und wenn die Amtleute ausgeredet haben mit dem Volk, so sollen sie die Hauptleute vor das Volk an die Spitze stellen. Und du sollst kommen zu den Priestern, den Leviten und zu dem Richter, der zu der Zeit sein wird, und fragen, die sollen dir das Urteil sprechen. Und du sollst tun nach dem, was sie dir sagen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, und sollst es halten, dass du tust nach allem, was sie dich lehren werden. Deuteronomium 16, 17 und 20. Moses erklärt dem Volk Israel, hast du Streit mit jemandem, der deinen Esel gestohlen hat oder deine Tochter geschlagen hat? Es gibt jemand, wo du hin kannst. Geh zu den Hauptleuten, den Priestern und den Richtern, die im Gerichtshaus sind. Aber das hat nichts zu tun mit Rabbinern oder dass sie die geistliche Autorität hätten, uns zu sagen, wie wir leben sollen. Und ihr seht, dass auch der Begriff Rabbis nicht einmal im Text erwähnt wird. Und als ob das nicht genug wäre, nehmen die Rabbiner in dem Sanhedrin-Traktat Exodus 23, Vers 2, wo steht, du sollst nicht folgen der Menge zum Bösen und nicht also antworten vor Gericht, dass du der Menge nach vom Recht weichest. Und was taten die Rabbiner? Sie löschten die 3 Wörter der Menge folgen, indem sie das Wort nicht ignorierten. Und behaupteten, solange wie es eine Mehrheit an Rabbinern gibt, können sie eine Interpretation oder eine Entscheidung abgeben, in jeder möglichen Sache, wie sie wollen. Und das Volk von Israel muss ihnen blindlings folgen. Und dass, wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben, diese unwidersprochen entgegengenommen werden muss. Man muss also kein Genie sein, um zu sehen, wie sie absichtlich den Text verfälscht haben, um ihre Macht und Kontrolle zu etablieren.
Sogar Rabbi Herz, der Chefrabbiner von England, gab zu, als er über diese Passage schrieb, die Rabbiner haben sich dazu entschieden, den wörtlichen Sinn der letzten drei Worte zu übersehen. Rabbi Josef Zvi Hetz. Also schau, zweifelsohne ist der Talmud eine beachtliche Sammlung jüdischer Kultur. Oftmals kann man Perlen der Weisheit darin finden. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass der Talmud und das Alte Testament sich gegenseitig hunderte von Male widersprechen, und zwar eindeutig und schamlos, das nicht aufgelöst werden kann. Diese Widersprüche beweisen, dass der Geist Gottes den Talmud nicht inspiriert hat. Schlussendlich hätte ein vollkommener Gott nicht solche Fehler gemacht. Eine Liste von mehreren Dutzend Beispielen von Widersprüchen findet ihr im folgenden Link. Aber unabhängig davon, es gibt keinen Grund, weder historisch noch biblisch, anzunehmen, dass das mündliche Gesetz von Mose am Berg Sinai gegeben worden wäre. Tatsächlich beweist eine historische und theologische Untersuchung, dass das Gegenteil wahr ist. Wenn das mündliche Gesetz tatsächlich am Berg Sinai Mose gegeben worden wäre, könnte der Leser tausende von Erwähnungen davon in der Bibel erwarten. Dennoch, Gott hat es nie erwähnt. Auch Mose hat den Begriff mündliches Gesetz nie verwendet. Sogar Josua ben Nun, der als Moses Nachfolger bestimmt wurde, liefert keine Hinweise einer mündlichen Halacha. Gott sagt Josua, über die Tora nachzudenken, dass du auf alles achtest, was in ihr geschrieben ist. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Esra, der Schreiber, der die Tora für unser Volk vor 2500 Jahren wieder einführte, schrieb nie ein Wort über das mündliche Gesetz. Kein einziger der Propheten oder Könige Israels bezog sich jemals auf ein mündliches Gesetz. Sprach nie davon, erwähnte es nie und gab auch nie einen Hinweis auf dessen Existenz. Um die Wahrheit zu sagen, nicht ein einziger Vers in der ganzen Bibel erwähnt den Begriff mündliches Gesetz. Und es gibt auch kein einziges Beispiel in der ganzen Bibel von irgendjemandem, der bestraft oder beschuldigt wurde, weil er das mündliche Gesetz gebrochen hat. Das Endergebnis ist, dass laut der Bibel kein mündliches Gesetz gegeben wurde. Tatsächlich geben Historiker zu, dass der Begriff mündliches Gesetz zum ersten Mal 1500 Jahre nach der Zeit Moses auftrat. Wir haben es hier mit der längsten und härtesten Gehirnwäsche in der Geschichte zu tun. Es ist ein Märchen, ein Volksmythos, mit dem einzigen Zweck, irgendjemandem, der sich Rabbi nennt, Macht und Kontrolle zu gewähren.